Die Mongolen hatten im Sturm ganz Eurasien genommen. Doch nun begann ein neues Zeitalter zu dämmern. Wie in vielen Weltreichen wurde auch im mongolischen Reich die Nachfolge zum Problem. Nachdem der große Khan Kublai ganz Nordchina erobert hatte, verlegte er das Zentrum seiner Macht dorthin. Aber überall entstanden Machtgruppen, die seiner Herrschaft trotzten. Immer weniger sahen sich die Mongolen in der Lage, ihr großes Heer zu rekrutieren und das Reich zusammenzuhalten. Die Feldzüge nach Japan, Vietnam, Korea und Indonesien erwiesen sich als Fehlschläge. Das Reich begann sich in eine lose Föderation aufzulösen. Und zunehmend spielte der Gegensatz zwischen nomadischer und bäuerlich-städtischer Kultur, wie sie in den eroberten Gebieten herrschte, eine Rolle.